Bei den mRNA-Impfstoffen kommen sogenannte Lipid-Nanopartikel quasi als Verpackung für die mRNAs zum Einsatz. Sie stabilisieren die mRNA, die alleine sehr labil ist und nicht gelagert werden könnte. Und die mRNA muss dann ja auch nach der Verabreichung in die Zellen aufgenommen werden und das wird ebenfalls von den Lipid-Nanopartikeln möglich gemacht. Es gibt seit einigen Jahren Erfahrungen mit solchen Nanopartikeln, zum Beispiel im Bereich der Krebstherapie, wo solche Konzepte ebenfalls erforscht werden.